So, herzlich willkommen zu Mass Effect 2, Folge 148. Nein, Spaß beiseite, ich habe keine Ahnung, bei welcher Folge wir sind. Wir haben in der letzten Folge Grunt geholfen, den Initiationsritus zu überstehen. Und wir sind immer noch auf T'Chanka und werden nun Morden Solus helfen, seinen früheren Gehilfen zu finden. Suchen Sie immer noch den Salarianer? Oder wollen Sie nur meine Zeit vergeuden? Wo finde ich Waylock? Ich glaube, das ist neu. Wie? Hallo? Bin schon eine Weile da? Ich habe dich jetzt erst gesehen. Master of YouTube. Wie komme ich zum Waylock-Clan? Nehmen Sie ruhig den Truck, Mensch. Folgen Sie den Überresten der Straße zur Basis des Waylock-Clans. Dort hat sich der Salarianer aufgehalten. Sehen Sie sich nur vor dem Bloodpack vor. Wir reden später weiter. Okay, wir sollen den Truck benutzen. Noch ein Sieg in der Grube und ich gehe in den Ruhestand. Mechaniker. Mir ist so gottlos warm. Ekelhaft. Es ist mir eine Ehre, dazu zu gehören. Schön für Sie. Und jetzt suchen Sie sich eine andere Beschäftigung. Die Idioten haben dieses Tonka ohne Ansaugstutzen aus einem Gefecht zurückgebracht. Wurde ihnen angeblich im Feld weggeschossen. Verraten Sie mir mal, wie ein Tonka ohne Ansaugstutzen laufen soll. Irgendeine Idee, wo ich einen Ansaugstutzen herkriege? Ich kann natürlich einen herstellen, wenn Sie mir 3 Tage Zeit und ein Fass Rhenkohl geben. Der, den Sie verloren haben, liegt vermutlich noch irgendwo da draußen rum. Das Ding aufzusammeln und zurückzubringen, ist wohl zu viel verlangt. By the way, Ansaugstutzen war früher mein Spitzname für Karim. Ich gehe raus ins Feld. Wenn ich einen Ansaugstutzen sehe, bringe ich ihn mit. Das würde mir einen Haufen Arbeit sparen. Vielleicht brächte es sogar mein sonniges Gemüt zurück. Ich gehe Ihnen mal aus dem Weg. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. Tagebuch aktualisiert. Ansaugstutzen finden. Während der Mission auf T'Chanka einen Ansaugstutzen... Hä, Junge, soll ich einen Ansaugstutzen finden? Falls während der Mission einer gefunden... Während welcher Mission denn? Hallo Pasek. Herzenbrechen mit Waffen oder mit Worten? Naja, irgendwie mit beidem, aber eher mit Worten. Weil wir wollen Talis. Nein, wir wollen eigentlich nicht ihr Herz brechen, wir wollen ihr Herz erobern. Aber dafür brechen wir die Herzen der anderen weiblichen Crew-Besatzungsmitglieder. Während der Mission auf T'Chanka ein... Hä, what? Ich bin so verwirrt. Wir haben doch gar keine Mission auf T'Chanka, außer halt die mit Morden Solus. Suchen Sie immer noch den Salarianer? Ja. Oder wollen Sie nur meine Zeit vergeuden? Den Truck benutzen. Ah, über ihn komme ich. Ah, okay. So, wir nehmen wieder Morden. Morden müssen wir mitnehmen, weil es ist seine Loyalty-Mission und ich glaube, wir nehmen noch Garrus dazu. Da haben wir unser Dreamteam wieder vereint. So, wir haben irgendeine neue Waffe bekommen. Die Tempest, genau, die haben wir uns vorhin gekauft. Die würde ich gerne mal ausprobieren. Das passt. Präzisionsgewehr. Ein Scissor, die würde ich gerne mal ausprobieren. Let's go. Eines Tages werde ich mich rächen. Wer wird sich rächen? Für was? Einfach ein Monster-Truck, Junge. Lied vielleicht zu alt für dich? Naja, oder ich habe gerade nur... Also ich kenne viele alte Songs, muss ich sagen. Vielleicht habe ich auch gerade einfach nur diese eine Zeile nicht im Kopf. Wenn du mir aber sagst, was es für ein Lied ist und von wem, dann sage ich dir, ob ich es kenne. Aber die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht. So, auf jeden Fall suchen wir, die schon wieder.
Okay, die Sniper ist... Das kommt jetzt gerade recht. Die Sniper ist crazy gut. Wir müssen ein bisschen wieder unsere Leiste hier oben anpassen. Wir hatten den Betäubungsschuss auf der 4. Wir hatten das. Okay, jetzt passt wieder. Sauberer Treffer. Die Ärzte. Von den Ärzten kenne ich sehr, sehr viel, aber sehr wenig mit Namen. Höre ich auch mittlerweile nicht mehr allzu oft an, habe ich aber früher sehr, sehr viel gehört. So, wir wechseln mal auf die, Carnifex? Nee, Tempest. Oh, die ist gar nicht mal so kacke. Recht lieber Sheppys Herz? Nee. Mache ich. Ich werde die Herzen aller Mädchen brechen. Danke, wenigstens einer. Meint ihr den Song, der am Anfang vom Stream lief? Apropos Herzen brechen. Soll ich ihn nochmal laufen lassen, Chat? Ich glaube, das wollen wir alle nicht. Das wollen wir alle nicht. Junge, die Kroganer sind einfach übertrieben tanky, Alter. Der Song ist von 1985. Junge, da war ich minus 7. Das ist auf jeden Fall nicht das, was wir meinen. Ja, das ist mir schon auch bewusst. Explode. Start. Ich sag ja, Song zu alt für dich. Ja. Also, ich mag ja sehr, sehr viele Retro-Sachen. Flammenwerfer ist nie gut. Flammenwerfer ist nie gut. Junge, bleib weg von mir. Ich hasse fucking Flammenwerfer-Gegner. Ich bin ja sehr, sehr stolz drauf, sage ich mal, nicht zu der neuen Generation zu gehören, beziehungsweise so Retro-Sachen zu mögen, weil ich finde, das ist einfach eine coole Eigenschaft. Das hat jetzt gerade recht. Und so alte, gerade sowas wie... Gerade sowas wie Falco zum Beispiel. Wird in meinen Augen viel zu wenig geschätzt. Falco, Michael Jackson. Es gibt so viele coole Sachen so aus den 90ern und so weiter, die heute einfach so in der neuen Generation so mega untergegangen sind, weil einfach alles so schnelllebig ist und alte Sachen sind ja so uncool und so. Aber ich muss sagen, ich bin da schon ein bisschen stolz drauf, einfach, dass ich sowas mag. Aber natürlich gibt es auch gewisse Dinge, die auch für mich, die auch ich nicht mehr kenne. Das ist halt einfach so. Muss ich auch akzeptieren. Alles klar, Herr Kommissar. Genau. Sehr schön, Peskel. Warum funktioniert das korganisches Krankenhaus? Stabil genug, um einigen Angriffen zu widerstehen. Ich bin stolz auf dich, dass du das kennst. Diese Leiche, ein Mensch. Kurze Untersuchung notwendig. Geschwüre, Tumore, Quetschungen an Handgelenken und Knöcheln, zahlreiche Injektionen an mehreren Stellen. Testobjekt, Opfer von Experimenten. Okay,
Chat, ganz kurz, wie heißt der Song? Jeder kennt Falco? Ja, frag mal die 15-Jährigen, die heute draußen rumlaufen, ob die Falco kennen. Die denken, das ist der Hund von Hand of Blood. War bei Falcos Grab, crazy shit. Amadeus, Junge, so ein geiler Song. Chat, wie heißt der Song von den Ärzten, über den ihr gerade redet? Helft mir mal. Ich will gucken, ob ich den kenne. Die Ärzte zu spät. Bedeutung. Eindeutig Teil der Tests zur Heilung der Genophage. Menschen nützlich als Testobjekte, genetisch vielfältig, dadurch Erforschung von Behandlungsbedingungen möglich. Mein Kopf, Junge. Kann jemand Maxwell entbannen, bitte? Der hat aus Versehen einen Link in den Chat geschickt. Ihr könnt, wenn ihr kein VIP seid oder Mod, könnt ihr keine Links in den Chat schicken. Ihr werdet dann automatisch getimeoutet. So fühlt es sich also an, wenn man getimeoutet wird. Experimente an Menschen? Genau deshalb könnte man Cerberus fast für eine gute Idee halten. Danke, Pesco. Aber selbst nie Menschen dazu benutzt. Widerlich, unethisch, unsauber. Wird von skrupellosen Forschern gemacht, nicht von Leuten, die nachdenken. Hat in wahrer Wissenschaft keinen Platz. Dass Korgana Menschen verwenden, ist keine Überraschung. Vielleicht kann einer die Parodie von Parsec mal angucken. Achso, Pestl hat es schon in den Chat geschickt. Okay, alles klar. Ist die gut? Hat es jemand abgecheckt? Wobei, wir können die nachher so oder so angucken. Wenn sie nicht gut ist, ist sie nicht gut, dann sage ich es scheiße und dann haben wir halt 10 Minuten verloren. Gibt Schlimmeres. Wir können es uns gerne angucken. Ah, wobei. Der Parsec followed ja nicht mal. Ah, weiß ich nicht. So ohne Follow einfach dein Video anzugucken. Nein, Spaß. Können wir gerne machen. Sie mussten doch sicher auch Tests am lebenden Objekt durchführen, als Sie die neue Genophage entwickelt haben. Nein, ist unnötig. Habe Tests beschränkt auf Simulationen, Arbeit mit Leichen und geklonten Gewebe. Schwierig. Komplizierte Tests an Varen durchgeführt. Keine Tests an Spezies, die fähig zur Integralrechnung sind. Einfache Regel. Habe sie nie gebrochen. Okay, also Morden, wir sind gerade ein bisschen abgeschweift im Thema, aber ich habe hier auch parallel ein bisschen zugehört. Morden, sein Lebensmotto ist, wir machen keine Tests an Spezies, die fähig zur Integralrechnung sind. Einfache Regel, habe sie nie gebrochen. Stark, Morden Solas. Sehr stark. Weiter. Wir haben Malen noch nicht gefunden. Weiter. Isst du heute noch was? Ja, bitte gib uns Zeit für Frankfurt-Interview. Ich habe halt gegessen, bevor ich den Stream angemacht habe, so um 18 Uhr. Ich sag mal, wenn wir jetzt bis 3 Uhr nachts streamen, dann, es ist ja, auch wenn ich nichts esse, wir können ja irgendwann um 1 Uhr, 2 Uhr, je nachdem, wie lange wir heute machen, ich weiß es noch nicht sicher, wann ich müde werde, wir können ja einfach irgendwann Mass Effect ausmachen und noch ein bisschen YouTube gucken. Also, auch wenn ich nichts esse, da spricht ja nichts dagegen. Das können wir ja trotzdem gerne machen. Ich bin der Sprecher des Verloc-Clans Außenweltler. Sie haben unser Blut vergossen. Eigentlich müssten sie längst tot sein. Aber Verloc Gold, der Chief aller Chiefs, hat befohlen, ihnen die Möglichkeit zur Flucht zu geben, damit sie allen mitteilen können, dass wir kommen werden. Wenn ich fliehe, stolper ich nur über das Dutzend Korganer, die ich auf meinem Weg hierher erledigt habe. Da bleibe ich doch lieber hier. Sie haben unsere Jüngsten und Schwächsten vernichtet, Mensch. Die waren es nicht wert, weiterhin Zeuge unserer glorreichen Arbeit zu sein. Die werden im Inneren nur gestellte Veteranen des Bloodpacks finden, voller Wildheit und Kriegslust und einem einzigen Ziel verpflichtet. Der Salarianer wird die Genophage heilen und der Verloc-Clan wird sich auf einem Meer von Blut über die ganze Galaxie ausbreiten.
Sieht aus, als hätten sie erkannt, woran Malin arbeitet. Ein unglücklicher Umstand. Okay. Deswegen haben sie seinen Gehilfen entführt, damit er die Genophage heilt. Es muss nicht so ablaufen. Ich kann ja verstehen, dass sie die Genophage heilen wollen. Nein, Mann. Sie verstehen gar nichts. Sie haben die Berge von Kindern nicht gesehen, die niemals leben durften. Den Kroganern wurde Unrecht angetan. Wir werden alles wieder gerade rücken und Rache nehmen. Die halbe Galaxie betrachtet die Kroganer als Opfer. Wenn sie einen Krieg anzetteln, werden sie jede Unterstützung verlieren. Ich hab die Brille noch auf. Ich dachte gerade, warum ist es so dunkel? Wir haben das Bloodpack und wir haben den Salarianer. Wenn unser Clan einmal in die Millionen geht, brauchen wir keine Unterstützung mehr. Wenn wir die Genophage heilen, herrscht Verloc Gold über alle Kroganer und aus den kroganischen Rebellionen... Sie reden zu viel. Der Mensch kann doch nicht mal ein normales Ziel treffen. Okay. Hier, Spaß. Rogana auf Flasche raus. Was? Kniggis auf die 1? Die Kniggis, Junge. Ihr seid auch echt so fertig, Alter. Wo ist eigentlich Micha? Da geht's vermutlich zu den Labors. Es riecht nach Desinfektionsmitteln. Das weist auf totes Fleisch hin. Zu den Labors? Okay, seit wann heißt es nicht mehr zu den Laboren? Aktive Konsole. Enthält vielleicht nützliche Daten. Moment. Gensequenzen. Stabile Hormon-Mutagene. Proteinketten, lebendes Gewebe, geklontes Gewebe. Sehr gründlich. Behandlungsansätze sind Standard. Keine aggressiven Immunsuppressiva zur Änderung des Hormonspiegels. Gut. Wäre schlimm gewesen. Wir werden Malon nicht finden, wenn wir Konsolen anstarren. Los, weiter. Toter Kroganer, weiblich. Tumore deuten auf Experimente hin. Keine Fesselung. Eine Freiwillige. Sterile Werlock-Frau unterzog sich freiwillig Experimenten. Aus Hoffnung auf Heilung. Sinnlos. Sinnlose Verschwendung von Leben. Ich hatte nicht erwartet, dass sie der Anblick einer toten Kroganerin aus der Bahn wirft. Was? Warum? Wegen der Genophagearbeit? Irrelevant. Nein. Ursächlich. Habe nie mit lebenden Korganern experimentiert, nie mit Medizin getötet. Ihr Tod ist nicht mein Werk, habe nur darauf reagiert. Ziel war Stabilisierung der Population. Wollte das nie. Kann es logisch nachvollziehen. Ist dennoch unnötig. Dumme Verschwendung von Leben. Hasse diesen Anblick. Ich dachte nicht, dass Sie mit Sachen wie diesen allzu viel Kontakt hatten. Waren Sie nach dem Freisetzen Ihrer Seuche noch einmal auf Tuchanka? Jährliche Aufklärungsmissionen. Wasser, Gewebeproben. Sicherstellen, dass keine Fehler passieren. Vorgesetzte haben Weiterführung angeboten, aber abgelehnt. Muss es selbst sehen. Muss begutachten. Muss betrachten. Es als notwendig akzeptieren. Das kleine Bild sehen. Mich daran erinnern, warum ich eine Klinik auf Omega betreibe. Krass, es nimmt ihn halt wirklich voll mit. Ruhen Sie, junge Mutter. Finden Sie Ihre Götter. Und einen besseren Ort. Spiritualität hätte ich von Ihnen nicht erwartet, Marlin. Projekt zur Modifikation der Genophage hat Millionen von Leben verändert. Dann kam das Resultat. Ego und Demut nebeneinander. Zerbrechlichkeit des Lebens. Größe des Universums. Nach Abschluss der Arbeit Religionen befragt. Verschiedene Spezies. Keine Antworten.
Viele Fragen. Ja, Maxwell, das ist ein Zitat von Moneyboy. Moneyboy ist einfach ein lebendes Meme. Das ist nicht Karims Raptext. Sie versuchen doch nur, mit ihrem schlechten Gewissen klarzukommen. Der Arzt, der Millionen von Leben ausgelöscht hat. Projekt zur Modifikation der Genophage war groß angelegt, wissenschaftlich brillant, aber ethisch fragwürdig. Reaktion der Kroganer, schrecklich, tragisch. Nicht schuldig, aber verantwortlich. Bin ausgebildeter Arzt. Genophage beeinflusst Fruchtbarkeit, tötet nicht. Dennoch habe ich es verursacht. Blick aufs große Ganze durch Leichenhaufen erschwert. Können Sie das wirklich alles rational wegargumentieren? Wie rechtfertigen Sie das? Rat des Lebens. Beliebte Idee bei Salarianern. Ähnlich wie Hinduismus bei Menschen. Konzept der Wiedergeburt. Einladend, das Leben als endlos zu begreifen. Fehler im nächsten Leben korrigieren, lernen, anpassen, verbessern. Kann nicht glauben, dass das Leben hier endet. Zu große Vergeudung. Habe noch viel anzubieten, muss Fehler korrigieren. Hier kann nicht das Ende sein. Könnte noch so viel bewirken. Wenn Sie so sehr in sich gehen müssen, um darüber hinwegzukommen, war die Genophage vielleicht doch ein Fehler. Es musste getan werden. Rachni-Kriege, kroganische Rebellionen, alles deutete auf Aggression durch Kroganer. So viele Simulationen, Effekte des Populationswachstums bei Kroganern, alles deutete auf Krieg hin. Auslöschung, Genophage oder Genozid. Die Galaxie vor den Kroganern retten, Kroganer vor der Galaxie retten. Sie hätten stattdessen ein Heilmittel für die Genophage entwickeln können. Das hätte den Kroganern Hoffnung gebracht. Sie hätten sich darüber gefreut. Das setzt menschliche Reaktion voraus. Funktioniert bei Kroganern anders. Unwirtliche Umwelt, Möglichkeit zur Flucht. Kampf hätte T'Chanka ins Chaos gestürzt. Sieger hätte Ökonomie im Kriegszustand gehabt. Blutrünstige Armee. Einzig logische Folge, galaktische Expansion. Mehr Krieg. Genophage hat Leben gerettet, die der Krieg vernichtet hätte. Boah, das ist eigentlich wirklich, wirklich deep gerade. Wir müssen Mailon finden und diesen Laden dicht machen. Ja. Also du hast halt... Du hast halt eine fucking Spezies. Wenn du sie in Ruhe lässt, breitet sie sich halt über das komplette Universum aus und bringt halt fucking Krieg. Weil sie einfach zu viele sind. Also was war der Ausweg? Du machst sie einfach unfruchtbar. Was ist jetzt richtig und was ist falsch? Das könnte nützlich sein. Also er argumentiert ja nicht menschlich, sondern rein logisch. Und er sagt einfach, es fällt ihm auch schwer, aber es war halt fucking notwendig. Aber er hat halt einfach Gott gespielt. Oh, was geht denn hier ab? Die Logik hat einen klitzekleinen Fehler. Die Kroganer haben von sich aus keinen Überlichtantrieb. Ja, aber so ein Logikfehler, das kann, dann irgendwie müsste sie ja ins Universum kommen. Ich glaube nicht, dass Morden so einen Logikfehler macht. Sie haben die Wachen des Bloodpack umgelegt. Nicht Bloodpack, kein Mitglied des Warlock-Clans. Falsche Clanzeichen. Ich bin ein Kundschafter der Erdnut. Ah, von dem haben die erzählt. Warlock-Wachen haben mich erwischt und hierher gebracht. Der Commander der Kundschafter hat uns angewiesen, nach Ihnen zu suchen. Wir haben die Wachen ausgeschaltet. Gehen Sie zurück nach Erdnut. Ich kann nicht. Die Warlock haben was mit mir gemacht. Drogen. Spritzen. Sie sagten, ich bringe ein Opfer zum Wohl aller Kroganer. Experimente, um die Genophage zu heilen. Sehe alles verschwommen. Hallo Mario. Kann kaum denken. Muss hier bleiben. Morden, können Sie ihn wieder auf die Füße stellen? Mit Stims vielleicht? Irgendwas, das sein Immunsystem auf Touren bringt? Sie verstehen nicht. Ich bin nicht zu krank, um zu gehen. Aber ich muss bleiben. Sie heilen die Genophage. Sie sorgen dafür, dass alles besser wird.
müssen Sie weitere Tests machen. Vorsicht, Shepard. Patient instabil, beeinflussbar, Gehirnwäsche. Warum möchten Sie, dass Sie die Tests fortsetzen? Es ist meine Schuld. Ich wurde gefangen. War nicht stark genug. Nicht gut genug. Zu mehr bin ich nicht in der Lage. Ich habe alles gegeben. Ich bin nicht wichtig genug, um eine echte Chance bei den Frauen zu haben. Ich werde niemals eigene Kinder haben. Aber wenn ich helfe, die Genophage zu besiegen, bin ich jemand. Millionen von Kindern werden geboren werden. Werelock-Kinder. Sie werden die anderen Clans vernichten. Aber... nein. Nein. Sie sagten, ich helfe damit Erdnard. Wenn Sie Erdnard helfen wollen, müssen Sie dorthin zurückgehen. Aber man muss schon ein ziemlich harter Kerl sein, um das verwundet zu schaffen. Ich schaffe es. Sie? Ich sagte harter Kerl, nicht Kundschafter, der wimmert wie ein Quarianer mit Magendrücken. Ich schaffe es. Ich stehe schon wieder. Und ich gehe ins Lager der Frauen. Genau. Gehen Sie zurück und zeigen Sie denen, aus welchem Holz Sie geschnitzt sind. Los, los! Voran! Der hat richtig Bock. Die beste Motivation gibt's nach wie vor beim Militär. Hallo King Giorno! Kennen wir uns? Shepard, ich orte Kisten mit instabilem Inhalt voraus. Ein Fehlschuss könnte eine beachtliche Explosion auslösen. Oder ein gut gezielter Schuss. Explosion. Shit. Ich glaube, wenn die Kiste hier halt explodiert, haben wir halt eventuell ein fucking Problem. Aber die sind so nett und schießen da nicht drauf. Das ist nicht gut, okay. So, wo müssen wir hin? Hier ist nichts. Okay, dann können wir eigentlich nur runter. Oder? Können wir auch... kommen wir irgendwie hoch? Nee, oder? Es gab keine Treppe nach oben. Nee, ich glaube nicht. Ich muss sagen, ich habe zwar meinen Namen hier irgendwo in meinem, in meiner Stream-Beschreibung stehen. Aber ich bin trotzdem immer hart verwirrt, wenn jemand hier reinkommt und mich einfach mit Vornamen anspricht. Also ist völlig in Ordnung, stört mich nicht, aber ich denke immer, das sind dann irgendwelche Leute, die ich persönlich kenne. Ohne Probleme. Hey, Junge, warum ist Morde da drüben, Alter? Chief Waylock. Hey, das ist der Boss. Das wird ein harter Treffer. Wow, Morden ist, glaube ich, gestorben da drüben. Morgana nähert sich. Okay, wir haben ihn gleich. Also erstens, er heißt Rick und nicht David. Wer bist du? Woher? Wie alt? erstmal hier ausfragen. Erstmal Fragerunde. So, wo müssen wir hin? Wir müssen da lang.
So, dann würde ich gerne kurz hier reinschauen, was hier ist. Blutgruppe, Körpergröße, Urinspiegel. Das sind die relevanten Fragen, ne? Das sind die Fragen, die gestellt werden müssen. Ich höre irgendwelche ganz komischen Geräusche aus der Küche, aber ich glaube, ich gucke am besten einfach nicht nach. Nico, Niedersachsen 21. Okay, das heißt, Nico, ich glaube, wir kennen uns dann nicht persönlich. Du hast wahrscheinlich meinen Namen in meiner Stream-Beschreibung gelesen. Nehme ich mal stark an. Stark, sehr stark. Wisst ihr, wer jetzt lange nicht mehr da war, wer eigentlich nie einen Stream von Mass Effect verpasst hat? Das ist Terrana. Terrana habe ich auch schon lange nicht mehr hier gesehen. Jemand liest sich die Beschreibung durch, na, das will ich doch hoffen. Weißt du, wie viel Arbeit ich mir gemacht habe, die zu schreiben? Waren bestimmt 2 Minuten. Oder Jenny, ja, Jenny. Aber mal gucken. Nina, vielleicht kommt Jenny ja zu Elden Ring wieder. Vielleicht interessiert Mass Effect sie halt einfach wirklich null. Keine Fesselungsmale, kein Zeichen von Folter. Verstehe nicht. Trotz ihrer Intelligenz, Professor, ist es ihnen immer schwer gefallen, Beweise zu akzeptieren, die ihren Vorurteilen widersprachen. Oh, das ist dein Schüler. Wann werden sie endlich akzeptieren, dass ich hier bin, weil ich hier sein will? Vielleicht haben ihn die Warlock einer Gehirnwäsche unterzogen oder ihn unter Drogen gesetzt, um ihn unter Kontrolle zu halten. Unwahrscheinlich. Pupillen normal. Körpersprache entspricht normalem Metabolismus. Bitte, Professor. Sie haben darüber einen Artikel verfasst. Erzwungene Verhaltensmodifikation führt immer zu geistigem Verfall. Ob nun durch Indoktrination der Reaper oder durch Drogen. Die Testobjekte haben immer ihre höheren kognitiven Funktionen eingebüßt. Keine Gehirnwäsche, keine Konditionierung. Malen muss für Arbeit in optimaler Verfassung sein. Zwang muss andere Ursache haben. Schmeckt es? Okay, Melanie backt. Oder backt. Filat, was sollen... Ja, okay, Filat, hast sogar recht. Kann ich nicht mal was dagegen sagen. Ganz kurz, Filat. Also als jemand, der sehr, sehr viel Destiny gespielt hat. Ich habe in Destiny, glaube ich, mindestens 1000 Stunden. Muss ich dir sagen, dass die Story, ich finde sie auch cool und sie wirkt auch interessant und wirft viele Fragen auf, was mich an Destiny stört. 90% der Fragen, die du hast, werden nie gescheit erklärt. Du denkst dir, ist die Story krass, wenn sich das irgendwann alles auflöst, was hier passiert, dann muss es ja voll das krasse Ende haben. 90% der Destiny-Story werden dir nie erklärt im Game. King Jono, danke für dein Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. So, eine Sekunde. So. Also, keine Gehirnwäsche, keine Konditionierung. Malen muss für Arbeit in optimaler Verfassung sein. Zwang muss andere Ursache haben. Er braucht keine Rettung, er hat sie betrogen. Er wurde nicht entführt. Er ist freiwillig hergekommen, um die Genophage zu heilen. Unmöglich. Das ganze Team war sich einig. Projekt war notwendig. Wie hätte ich denn anderer Meinung sein sollen als der große Dr. Solus? Ich war ihr Schüler. Ich habe zu ihnen aufgeblickt. Die hier durchgeführten Experimente, lebende Testobjekte, Gefangene, Folter und Hinrichtung. Ihr Werk? Das Blut von Millionen klebt bereits an unseren Händen, Doktor. Wenn durch einige Opfer mehr alles wieder in Ordnung kommt, kann ich damit leben. Jack, hab nach dem ersten DLC aufgehört, seitdem nicht mehr gespielt, aber fand es damals so mega. Destiny habe ich gespielt zu Zeiten von Hexenkönigin.
als der DLC rauskam, so als du auch so am Ende, wo ich gespielt habe, kam auch diese Abspaltung von Blizzard, Activision und so weiter. Forsaken, genau, Forsaken fand ich mega geil mit Kate Six und so. Aber Destiny war so nach 1000 Stunden irgendwann, klar, du hast neue Raids, du hast irgendwie neue Add-ons, neue DLC und so weiter. Aber nach 1000 Stunden, im Endeffekt, es ändern sich nur die Maps. Das Gameplay und alles bleibt gleich. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist bei einem WoW auch so, aber irgendwie, es war einfach irgendwann die Luft raus. Ich hatte irgendwann, dieser Kreislauf, den du immer hast, ich hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr drauf. Ich habe jetzt zwar momentan, habe ich wieder ein bisschen angefangen, ich zocke wieder nebenher so ein bisschen, aber nicht so wie damals, dass ich nur Destiny zocke, 10 Stunden am Tag. Aber ja, ich feiere es nicht mehr so. Ich war ja damals, wir haben Exotics gejagt und Raids gemacht und Challenges, die 2 Wochen dauern und was weiß ich was. Aber irgendwann war wirklich so die Luft raus. Also, das ist gerade übrigens, ich würde mich jetzt einmal ganz kurz auf das Gespräch hier konzentrieren, weil das ist hier gerade wirklich deep. Also, Modern Solace hat die Genophage mitentwickelt. Die Genophage sterilisiert die Kroganer, beziehungsweise macht sie zu 90% unfruchtbar, sodass die Kroganer sich nicht crazy heftig vermehren können und das Universum mit Krieg überfluten, weil es einfach zu viele sind. Dadurch sind halt Millionen Menschen oder Millionen Kroganer gestorben. Malen versucht, die Genophage zu heilen. So, jetzt sage ich, das, was Morden Solace gemacht hat mit der Genophage, hat schon irgendwie seinen Sinn. Weil es wären halt Millionen oder Milliarden gestorben, wenn die Kroganer sich halt unkontrolliert vermehren und das komplette Universum überfluten. Auf der anderen Seite hat der fucking Gott gespielt. Die Frage ist jetzt, was ist richtig, was ist falsch? Sollen wir jetzt Morden zustimmen, dass die Genophage richtig war und sie nicht geheilt werden darf? Oder sollen wir das Projekt beenden? Wir fragen, ich mach mal das hier, das ist so ein bisschen neutraler. Malon muss offensichtlich nicht gerettet werden. Was haben Sie vor? Ich muss das alles beenden. Sie können die Wahrheit nicht akzeptieren, richtig? Sie können nicht zugeben, dass Ihr brillanter Geist etwas Schreckliches verschuldet hat. Inakzeptable Experimente, inakzeptable Ziele, wird sich nicht ändern. Keine Wahl. Muss sie töten. Moment. Sie müssen das nicht tun, Morden. Sie sind kein Mörder. Nein, wir sind kein Mörder. Danke, Shepard. Ende. Malen. Raus. Kein Warlock übrig. Projekt beendet. Was ist, wenn er mit anderen Kroganern spricht und die Öffentlichkeit über das Projekt zur Modifikation der Genophage informiert? Die Special Task Group ist gut im Verwischen von Spuren. Es wird keine Beweise geben. Dass Warlock mit Salarianer zusammenarbeitete, ist ungewöhnlich. Andere Kroganer werden ihn töten. Sie haben den Professor gehört. Verschwinden Sie, bevor er seine Meinung ändert. Wo soll ich denn jetzt hin, Professor? Mir egal. Versuchen Sie es auf Omega. Die könnten noch eine Klinik brauchen. Die Kroganer haben nicht verdient, was wir ihnen angetan haben, Professor. Die Genophage muss ein Ende nehmen. Nicht so. Entschuldigung, Commander. Missverstandene Missionsparameter. Keine Entführung. Mein Fehler. Danke. Machen Sie sich um mich keine Gedanken, Morden. Wie geht es Ihnen? Hätte ihn töten sollen. Wollte es tun. Ist leichter, als ihm zuzuhören. Auch leichter für ihn. Die Experimente zeigen, wie tief er gesunken ist. Von Korganern ist sowas zu erwarten, nicht von einem der meinen. Ja, aber das ist ja eine interessante Diskussion. Ist es richtig, die Kroganer zu sterilisieren, um Milliarden von Leben zu retten im Universum? Oder spielst du fucking Gott und darfst nicht in die Natur eingreifen? Und dann bricht halt das Universum in Krieg aus. Es hat beides seine... Aber an sich bin ich eher so dafür, der Natur ihren Lauf zu lassen. Und wenn es dann halt Krieg gibt, dann ist es so. Aber provisorisch, obwohl du es ja nicht mal sicher weißt, einfach einen kompletten fucking Planeten, ein komplettes Volk einfach zu sterilisieren. Ich meine, guck mal, wie scheiße es denen geht. Ist halt schon ein bisschen sus. Also... Haben wir hier sonst noch etwas zu tun? Melons Forschung, das einzige lose Ende, könnte sie zerstören. Ende, Sicherheit. Aber dennoch ist sie wertvoll.
Naja, Maxwell, deswegen, das sagt er ja die ganze Zeit, deswegen war ja die Genophage da. Sie haben ja die Kroganer sterilisiert, weil die sich unkontrolliert vermehren und einfach das Universum überflutet hätten. Und deswegen haben sie ja das komplette Volk mit der Genophage sterilisiert. Zerstören wir seine Forschung oder behalten wir sie? Ich würde sagen, wenn wir sie zerstören, war alles umsonst. Ich glaube, ich würde sie mal behalten. Aber wenn sie sie für nützlich halten, warum sie dann nicht behalten? Jahrelang an Modifizierung gearbeitet, sollte alles zerstören. Malens Arbeit könnte Genophage heilen. Wäre möglich. Folgen für Kroganer. Folgen für Galaxie. Zu viele Variablen. Zu viele Variablen. Scheiße, geht es den Kroganern, weil sie sich selbst mit Atomwaffen bekämpft haben, was ja wieder für die... Na, oder wobei... Das ist ein Thema, wo du eigentlich gar nichts dazu sagen darfst, weil egal, was du sagst, ist es falsch. Wenn du mit der Mission fertig bist, sag mal Bescheid. Ey, du siehst doch, wann ich mit der Mission fertig bin, Nina. Sie bedauern, was aus den Kroganern geworden ist. Sie sehen die Schrecken, die sie hier verursacht haben, aber sie sehen auch den Verlust. Verschwendetes Potenzial. Das verdienen sie nicht, Morden. Retten sie die Daten. Stimmt, Shepard. Sichere Daten und lösche lokale Kopie. Aber ganz ehrlich, da muss ich auch sagen... Heilmittel noch immer Jahre entfernt, aber besser als ganz von vorn zu beginnen. Fertig. Wir können gehen. Wir können T'Chanka verlassen. Irgendwo hingehen, wo vielleicht die Sonne scheint. Aber den Kroganern geht's halt schon auch scheiße wegen der Genophage. Das ist ja im Endeffekt alles, worüber sie reden, ist die fucking Genophage. Klar haben sie sich auch selber bekämpft und haben hier ihre Stämme, die alle fighten. Aber ich muss sagen, es gibt jetzt diese Reformer. Also Rex ist ja einer von den Guten. Rex ist ja einer, der alle zusammenbringen will. Und wenn ich Rex sehe, muss ich sagen, glaube ich dran, dass sie es schaffen können. Dass das Ganze gut ausgeht und die irgendwie noch die Kurve kriegen können. Deswegen bin ich schon eher auf der Seite, lass sie machen. Verschwinden wir von hier. Frau Psyk, die Mission ist zu Ende. Das Problem ist... Nina, ich werde dir nie wieder irgendwas sagen. Ich dachte, ich tue dir irgendeinen Gefallen oder so. Dann sehe ich, was ich davon habe. So, aber wir geben einmal kurz den Ansaugstutzen hier ab, was auch immer uns das bringt. Wenn sie da schon rumstehen, können sie sich auch nützlich machen. Ich kann nichts tun, bevor ich keinen Ersatzansaugstutzen für dieses verdammte Tomka hergestellt habe. Ich habe draußen im Feld einen Ansaugstutzen gefunden. Ist das das, was Sie brauchen? Es wird gehen. Zumindest schneller als einen neuen zu bauen. Sie haben mir gerade 3 Tage Arbeit erspart, Mensch. Sie haben sich meine Zeit verdient, wenn Sie sie wollen. Woran arbeiten Sie da? Ich tune die Maschinen für die Schlacht. Es ist ein Wunder, dass es dieses Tomka zurück ins Lager geschafft hat. Es könnte schlimmer sein. Ein paar Treffer mehr auf die Breitseite und das Ding wäre auseinandergefallen. Wie stehen Sie zu dem, was Rex zu erreichen versucht? Der alte Mann spinnt, wenn Sie mich fragen, was Sie gerade getan haben. Aber das klärt sich von selber. Wenn's nicht klappt, reißen Sie Rex in Stücke und wir finden raus, wer den nächstbesten Plan hat. Ich gehe Ihnen mal aus dem Weg. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. So, okay, alles klar. Wir ballern kurz Ninas Liegestütze. Nur Nina hat einen Liedwunsch, den sie mir geschickt hat.
Stark. Starker Song. Madnix, warum gibst du deine Aufgaben ab? Nina ans Trinken zu erinnern? Komm, wir machen noch einen. Riskieren Sie ruhig eine ordentliche Summe, Mensch. Was machen wir diesmal? Ich setze nochmal auf Rot. Alles auf Rot. Komm schon. Komm schon. Hey, ich scheiß auf eure Hunde hier. Das ist einfach fucking Scam, Alter. Bei meinem Rekurs nur knapp überlebt. F5, danke. Weil ich nicht egoistisch bin und jeder eine Chance verdient. Wassermarsch? Ah, gute Idee. Seht ihr das? Bisschen mit Erdbeeren. Auf die Liegestütze erstmal ein paar Erdbeeren. Danke. So, und ich glaube, wir haben alles gemacht. Wir können zurück. Dazu 2 Cups Kreatin? Ich glaube nicht. So. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Hallo Kelly. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Noch etwas, Commander? Nö. Das wäre alles. Viel Glück da draußen. Von Schamane Earthnot, da waren wir gerade. Earthnot. Für dich 2 Spritzen trennen? Nee. Verdammt, ich hasse diese Dinger, aber sie müssen das hören. Sie gehören zu Grunts Krant. Grunts Krant, auch schöne 2 Wörter. Und sind sein Commander. Sorgen Sie dafür, dass er am Leben bleibt. Hier muss ich höflich bleiben und meine Rolle spielen, aber unser Volk stirbt. Für Kroganer war das Überleben schon immer wichtiger als die Tradition. Und wenn wir als Volk überleben wollen, brauchen wir ihren laborgezüchteten Grunt. Okir war zwar wahnsinnig, aber er hatte einen Plan. Und das kann man von den meisten auf diesem Gesteinsbrocken hier nicht behaupten. Also bringen Sie Grunt nach Ihrer verdammten Mission zurück. Mein Volk braucht ihn. Und sollten sie alle getötet werden, werde ich auf Ihre Gräber pissen. Schamane Örtnert. Nett. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. So, wir haben ultra viel Forschung freigeschaltet. Ich würde sagen, wir ballern die hier einmal kurz durch. Aber dass ich immer wieder neu hier in das Terminal einsteigen muss, ist so nervig. So. Heute spielt Deutschland? Irgendwann sitzt ja ein übelster Schrank und streamt bei den ganzen Liegestützen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich nicht. Aber cool wär's. Chill. Ich muss kurz Melanie helfen. IT-Techniker musste kurz klären. Chat, machen wir Watch Party Deutschlandspiel? Wäre schon auch ziemlich geil.
So, dann quatschen wir einmal mit ihm. Kann immer noch kaum glauben, dass Malin mich betrogen hat, meine Arbeit betrogen hat. Sein Verhalten widert mich an. Bin dennoch stolz auf seinen Mut. Dachte immer, er hätte kein Rückgrat. Hoffentlich findet er was Neues. Besseres Ziel mit besserem Zweck. Weniger Tests durch Folter. Haben Sie die Ereignisse wirklich verarbeitet? Was machen, komm? Ja, natürlich. Kann es nicht ändern. Das Leben geht weiter. Zurück zur Mission. Zurück an die Arbeit. Werde sonst wie Malin. Salarianer verarbeiten Gefühle schneller als andere Spezies. Ist notwendig. Kurzlebige Kultur. Keine Zeit für Erinnerungen. Was ist mit Malins Daten über die Genophage? Seinen Ansätzen für ein Heilmittel? Was ist damit? Sind irgendwo da drüben. Kümmere mich jetzt nicht darum. Muss mich auf Kollektoren konzentrieren. Ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Weiß ihre Hilfe auf Tuchanka wirklich zu schätzen. Muss zurück an die Arbeit. Schon genug Zeit verschwendet. Habe viel zu tun. Gespräch später. Okay, alles klar. Ich glaube, wir werden später mit ihm nochmal darüber reden können. Wir gucken einmal kurz vor zu Joker. Ja, Karim, ich hab das mal. Das hat mal einer gemacht. Wir fliegen ins Auge des Sturms. Ich müsste halt. Ich könnte den Sound vom Deutschlandspiel praktisch laufen lassen, dass ihr den hört. Aber natürlich nicht das Bild, obviously. Und ihr müsstet halt bei euch das Deutschlandspiel angucken. Also irgendwie ein bisschen wack. Vorschlag, wir spielen weiter Mass Effect. Und ich schreibe regelmäßig den Zwischenstand. Guter Vorschlag. Aber das Spiel läuft auch hier hinten, also Melanie guckt auch gerade Deutschlandspiel. Aber da kriege ich es auch mit. Commander, gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Joker? Ich merke, wenn es zuhört. Ich höre immer zu, Mr. Moreau. Ich weiß. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Junge, Joker und Edie einfach übelste Legenden. Ich feiere die zwei so hart. Haben wir mit Jacob schon gesprochen, nachdem er bei seinem Vater war? Ich glaube auch nicht. Commander. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Klingt gut. Ich muss sagen, Sie führen ein strenges Regiment. Aber endlich werden Aufgaben tatsächlich mal erledigt. Wenn wir so weitermachen, bringen wir das Ganze vielleicht zu einem glücklichen Ende. Hoffentlich. Falls nicht, will ich die Abschlussbesprechung gar nicht miterleben. Gibt es etwas Spezielles oder schauen Sie nur so vorbei? Ich möchte meine Crew kennenlernen. Vergessen Sie die Vorschriften und erzählen Sie mir von sich. Ganz informell, was? Steht alles in meiner Akte. Früher bei der Allianz, genau wie Sie. Keine Reaper oder sowas. Aber mich haben Sie auch unter den Teppich gekehrt. Je mehr man leistet, desto weniger wollen die zugeben, dass etwas unternommen werden musste. Sie scheinen trotz allem gut in Form zu sein. Naja. Zumindest bildet die Allianz ihre Leute gut aus. Wenn man mal so gelebt hat, sitzt man danach nicht rum und wird fett. Sie wissen ja, wie das läuft. Obwohl ich wette, dass Cerberus sie besser gemacht hat, als sie je waren. Haben Sie Upgrades? Ich brauche keine. Ich bin schon froh, dass Sie mich als Serienfertigung angelegt haben. Wobei ein paar Einzelteile natürlich nie schaden können. So sagt man. Und Ihr Job wird auch nicht risikoloser. Wissen Sie, ich habe mich immer gefragt, warum man um Sie so ein Aufhebens macht. Aber jetzt sind wir mittendrin. Und ich bin froh, dass nicht alle Augen auf mir ruhen. Es gibt kein Verstecken, Jacob. Für keinen von uns. Keine Sorge. Das hier ist genau das, wofür ich mich verpflichtet habe. Ist das alles, Commander? Die Pflicht ruft. Es gibt noch viel vorzubereiten. Alles klar, Nina, bis später. Ich hoffe, deine Kopfschmerzen sind nachher besser. Am besten gehst du eine halbe Stunde pennen oder so. So, mit wem könnten wir uns noch unterhalten? Wir gehen einfach mal die ganzen Decks durch.
erzählen Sie mir etwas über sich, das ich noch nicht weiß. Da gibt's nichts zu erzählen. Warum? Beantworten Sie meine Fragen. Ich möchte mehr wissen. Und vorher gehe ich nicht weg. Ich bin hier, um für Sie zu kämpfen. Dafür müssen wir nicht befreundet sein. Aber wie auch immer, irgendwas, das Sie nicht wissen, oder? Was offensichtlich ist, wie was mit meiner Tinte los ist. Oder was anderes, das genauso langweilig ist? Es interessiert Sie doch gar nicht, wenn es Sie nicht selbst betrifft. Ich habe diese Scheiße schon so oft erlebt. Ich könnte es doch ernst meinen. Wie wollen Sie das ausschließen? Ich habe Augen im Kopf und schon einiges erlebt. Sie wenden sich ab, sobald Sie rauskriegen, dass Sie nicht der Erste sind und ich gegen Ihre Hilfe immun bin. Gekauft. Was ist mit den Tattoos? Manche stehen für Gefängnisse, in denen ich war, andere für erledigte Feinde. Sie wissen schon, die Guten. Manche stehen für das, was ich verloren habe. Aber die gehen Sie nichts an. Die gehen niemanden was an. Und manche sind... Hey, warum eigentlich nicht? Sie arbeiten hart, niemanden an sich ranzulassen. Ich habe viele Leute kennengelernt. Aber Freund oder Freundin hatte ich nie. Das ist nur Zeitverschwendung und funktioniert sowieso nicht. Wenn dir jemand so nahe kommt, heißt das nur, dass ihm ein kürzeres Messer reicht. Einsam und am Leben ist mir viel lieber. Besten Dank. Sie scheinen es mehr zu vermissen, als Sie zugeben wollen. Sie können mir die Worte im Mund rumdrehen, wie Sie wollen. Deswegen funktioniert die Galaxie trotzdem nicht anders. Die sind doch auch ganz schön rumgekommen. Sie sind hart, aber lange können Sie so nicht überlebt haben. Am Anfang war ich mit einem Mädchen namens Manara und ihrem Freund unterwegs. Sie kannten sich aus. Ich dachte, sie würden mir helfen. Von wegen. Sie halfen mir in ihr Bett. Und als wir endlich mal größer absahnten, haben sie meinen Anteil eingeschoben. Ich wusste, worauf es hinauslief. Und kam ihnen zuvor. Seitdem habe ich mich nie mehr um Freunde bemüht. Sie waren bestimmt Arschlöcher, aber das heißt nicht, dass sie sie töten wollten. Ich hab's gespürt. Beweise waren nicht nötig. Ich hab das Richtige getan. Ich tue immer das Richtige, wenn Leute mich verarschen. Das sollten Sie nicht vergessen. Das heißt, sie hat sie umgebracht. Ich muss gehen, aber wir sollten das fortsetzen. Moment. Jetzt habe ich mal eine Frage. An diesem Punkt sind die meisten schon weg. Warum wollen Sie das alles wirklich wissen? Begutachten Sie mich? Wenn es nämlich nur um Sex geht, sollten Sie das verdammt nochmal einfach sagen. Ich hab's nicht eilig. Ich will erst rausfinden, wie sie ticken. Um mit jemandem zu schlafen, muss man ihn nicht kennen. Man muss nur wissen, wo alles hingehört. Nein. Vielleicht reden wir später weiter. Oder auch nicht. Merkst du, wir haben andere Pläne. Wir haben leider haben wir andere Pläne. Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Ja. Das würde mir gefallen. Darf ich vorstellen, die anderen Pläne? Ich habe über unser letztes Gespräch nachgedacht. Tut mir leid. Ich war unprofessionell und irrational. Das war dumm und egoistisch. Sie waren noch nie egoistisch. Sie haben schlimmstenfalls immer zu viel an die Flotte und zu wenig an sich selbst gedacht. Das mag für Menschen gelten, aber Quarianer sind anders. Wir können nicht einfach... Wir müssen an die anderen denken. Immer. Wenn wir nicht an die Bedürfnisse der gesamten Crew denken, könnte dadurch jemand verletzt werden. Vielleicht sogar getötet. Sie verdienen es, mit jemandem glücklich zu sein. Ich bin nicht die Richtige. Egal wie sehr ich... Ich könnte krank werden. Die Mission gefährden. Oh, jetzt weiß ich, warum Nina abgeschaltet hat. Damit sie das nicht mit ansehen muss. Ja, das Problem ist, Maxwell, ich dachte mit der Antwort, mit Kennenlernen, einfach so auf einer professionellen Ebene. Und nicht, dass sie das gleich auf die andere Art wahrnimmt. Aber... Und wenn du gar nichts gefährden würdest? Wenn es nur um mich ginge? Du hast vor 2 Jahren dein eigenes Leben riskiert, um die Kolonisten auf Pharos zu retten.
Niemand außer dir hätte sie retten können. Ich habe dein Gesicht gesehen, als Chief Williams auf Würmeyer gestorben ist. Ich habe gesehen, wie du dich gegen alles behauptet hast, womit die Galaxie dich konfrontiert hat. Ich beobachte dich schon so lange. Aber ich hätte nie gedacht, dass du jemals hinter dieses Ding sehen könntest. Darf ich offen reden? Ja klar, wenn es keine Spoiler sind, natürlich. Willst du damit sagen, dass du sterben könntest, wenn wir zusammen sind? Das Risiko besteht immer. Vielleicht wäre die Reaktion nur minimal. Oder sie legt mich für ein paar Wochen flach. Vielleicht würde sie mich sogar umbringen, aber deswegen bin ich eigentlich gar nicht besorgt, Shepard. Ich will nicht, dass du abgelenkt bist. Was ich von dir will, soll der Mission nicht schaden. Dafür ist sie zu wichtig. Ja, ja, okay, das mag sein, Maxwell, aber es ist ja ein RPG. Das heißt, wir spiegeln uns ja schon im Spiel wieder und spielen einen Shepard, den wir auch selber verkörpern, mit Entscheidungen, zu denen wir auch stehen. Und so ist er nicht. Also, unser Shepard ist nicht so. Er würde sowas nicht machen. Tali, es ist in Ordnung, wenn du Angst hast. Aber ich will niemand anderen. Ich will dich. Und ich werde mein Möglichstes tun, damit es funktioniert. Ich fände es auch in Ordnung, wenn... Aber... Oh, danke. Du weißt gar nicht, was das... Danke. Gib mir ein bisschen Zeit. Ich werde recherchieren, wie wir das anstellen können. Brauch nicht zu lange. Was hast du vor? Kann ich helfen? Es gibt ein paar Methoden, mein Immunsystem kurzfristig zu verbessern. Immunverstärker, intravenöse Antibiotika, was in der Art. Ich erspare dir die Einzelheiten. Aber vertrau mir, ich bin überaus motiviert, eine Lösung zu finden. Die Frage ist halt, warum sind die Masken von denen überhaupt undurchsichtig? Klar, so Mysterium und so. Aber sie hätten ja auch einfach die Masken aus Glas machen können, dann wüsstest du halt wenigstens, wie die aussehen. Es kann doch für einen Quarianer nicht so ungewöhnlich sein, einen Partner von einer anderen Spezies zu haben. Das nicht, aber dann findet meistens alles außerhalb des Anzugs statt, mit Nervenstimulationsprogrammen und so. Das will ich aber nicht. Wenn wir schon zusammen sind, dann auch richtig. Oh mein Gott! Ich will deine Haut an meiner Spur. Ich habe mein Gesicht noch niemandem gezeigt. Aber dir werde ich es zeigen. Sofern es mich nicht umbringt. Ob dieses Mal die Gruppenphase überstanden wird? I hope so. Das ist ja nur Freundschaftsspiel. Also wir haben auf Arbeiten so eine Tippgemeinschaft, wo wir halt nicht wetten, aber halt Tipps abgeben. Jeder schmeißt 30 Euro in den Pott und der Gewinner kriegt's halt. Ich habe auf Deutschland Europameister getippt. Ich bin ein Believer. Wann immer du es rausgekriegt hast, bin ich für dich da. Ich sag dir Bescheid. Versprochen. Bis dahin sollte ich, du weißt schon, was tun. Reparaturen. Für die Mission. Ich sollte irgendwas tun. Reparaturen. Für die Mission, klar. Das ist auch geil, wie nervös sie immer ist. So, was machen wir jetzt? Okay, alles klar. War hier Grunt? Ja, oder? Ja. Okay, mit ihm können wir auch nochmal kurz quatschen. Aber ich muss auch sagen, Maxwell, Jack reizt mich jetzt auch nicht so, ehrlich gesagt. Also unabhängig davon. Muss jetzt nicht sein. Also Samara oder so wäre schon interessanter, aber Jack ist irgendwie, weiß ich jetzt nicht. Wird not Grunt, das gefällt mir. Nicht so meine Welt. Ich habe einen Clan. Es macht mir Lust aufs Kämpfen. Es ist mehr als nur kämpfen können. Und Uwenk, ich wollte ihn ausweiden, ihm die Wirbelsäule rausreißen wie eine Trophäe. Nee, ich stehe nicht so auf Frauen mit Glatze. Weiß ich nicht. Fühle ich nicht. Können Sie sich das für unseren wirklichen Feind aufheben oder muss ich Sie in Verwahrung nehmen lassen? Ich begreife jetzt, es ist ein Teil von mir. Wegen der Tankzüchtung ist es lediglich mit Verspätung aufgetreten. Da ich jetzt weiß, dass es nichts von außen ist und ich meinen Platz als Kroganer kenne, gefällt es mir sogar.
Unsere Feinde haben jetzt echt Probleme, Shepard. Hoffentlich gehen uns nicht die Ziele aus. Krass, wie die Meinungen auseinandergehen. Wir hatten es letztens erst hier im Stream von so Frauen mit Glatze oder so kurzen Haaren oder sowas. Hatten wir letztens erst hier als Thema. Die Gefahr besteht nicht. Die stehen doch praktisch schon Schlange. Aber mag, also ich mag's gar nicht. Mal dran. Ha, genau so will ich's haben. So, okay, sehr schön. Also wir wir waren bei Tali, wir waren bei Jack, wir waren bei Grant. Said will nicht mehr mit uns reden. So, ihm müssen wir noch helfen auf der Citadel. Mit ihm brauche ich nicht nochmal reden. Hey. Mit ihr gibt's keinen Dialog, weil sie irgendwie so ein I don't know. Sie redet einfach nicht mit uns. Obwohl wir ihr geholfen haben. Da hocken die zwei. Das war die Damentoilette. Ich hoffe, dass wir bald nach Omega fliegen. Ach so, ja, okay. Ich werde darüber nachdenken. Ihr haben wir auch noch nicht geholfen. Das heißt, natürlich. Mit ihr haben wir noch keinen weiteren Dialog freigeschaltet, weil wir ihre Mission noch nicht gemacht haben. Garrus müssen wir auch noch helfen, aber Miranda gibt's noch. Unabhängig von der Glatze, Jack hat irgendwas, was mich reizt, dieses Dominate. Ah, ja, nee. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Natürlich. Ich hätte sowieso auch das Gespräch gesucht. Alter, finde ich Tali tausendmal cuter zum Beispiel. Von der Art her, so Jack reizt mich so null. Ich wollte mich entschuldigen. Ich dachte, Sie seien der Aufgabe nicht wirklich gewachsen. Ich... 0-1 übrigens. ...mich wohl geirrt. Gegen uns. Ehrlich gesagt, nach dem, was ich bisher gesehen habe, hätte Cerberus Sie schon viel früher rekrutieren sollen. Bei Ihrer Intelligenz könnten Sie jeden Job kriegen, den Sie haben wollen. Warum sind Sie hier? Weil ich Morden noch immer um seine Zeit bei der Special Task Group beneide. Um die Zusammenarbeit mit den Leuten seines Kalibers. Cerberus sagt mir nie, dass etwas unmöglich ist. Sie geben mir die Ressourcen und sagen, machen Sie. Und Ihnen hat man sogar noch mehr gegeben. Ein neues Leben, ein neues Schiff. Die persönliche Aufmerksamkeit des Unbekannten. Karim, alles gut? Das Beste, was er getan hat, war, Sie in meine Truppe zu stecken. Sie wären gut ohne mich zurechtgekommen. Das hätte ich vorher zwar nicht geglaubt, aber... Ich habe es einfach nicht. Dieses Feuer, das Leute dazu bringt, ihnen bis in die Hölle zu folgen. Wir lieben das Wabenmuster. Mein Vater hat mir die besten Gene besorgt, die man für Geld kaufen kann. Aber das war wohl nicht genug. Das schon wieder? Sie erwähnen immer wieder Ihre genetische Ausgestaltung. Es stört Sie sehr, nicht wahr? So bin ich nun mal, Shepard. Ich kann es nicht verstecken. Intelligenz, Aussehen, sogar die Biotik. Er hat das alles gekauft. Ihre Verdienste basieren alle auf ihren Fähigkeiten. Ich hingegen kann nur für meine Fehler die Verantwortung übernehmen. Darf ich Ihren Körper oder Ihren Verstand nicht bewundern? Ihr Vater mag Ihnen das ja alles geschenkt haben, aber Sie können stolz darauf sein, was Sie daraus gemacht haben. Oh, vielen Dank. Und vielleicht bin ich der Bewunderung meines Körpers gar nicht abgeneigt. Ach was, wären Sie nicht? Ich denke, ich könnte damit leben. Es ist nur fair. Immerhin konnten Sie mich 2 Jahre lang ansehen. Und ich hatte weniger Angst. Shepard, warten Sie. Ich muss darüber nachdenken. Angst, Miss Lawson? Vorsichtig, Commander Shepard. Aber... Interessiert. Sehr interessiert. Jetzt muss ich wieder arbeiten und nachdenken. Wir reden später. Ach, Maxwell, Junge, das war doch nur ein Kompliment. Alles gut.
war einfach nur ein unverbindliches Kompliment. So, hier haben wir, glaube ich, nichts Neues. Ah, wobei, wir könnten mal unsere Rüstung anpassen. Wir haben, glaube ich, ein paar neue Sachen gekauft. Was ich halt schade finde, ich habe halt keinen Bock mit Helm zu spielen, weil es einfach scheiße aussieht, aber die geben ja alle irgendwelche Boni. Erhöht Kraftschaden um 5%, erhöht Schildstärke um 5%, aber ich renne doch nicht so rum, das sieht doch scheiße aus. Das nervt mich ein bisschen. Oh, das sieht geil aus, muss ich sagen. Das ist cool. Das nehme ich, glaube ich. Oh, das sieht richtig fett aus. Sehr cool. So, Fische leben auch noch. Sehr schön. Micha lebt auch noch. Keine Nachrichten für 1-1. Chat. Gegen wen spielen die? Griechenland. Sehr interessantes Kompliment. Manche könnten das als Flirten bezeichnen. Ach, nee. Ja, okay. Sehe ich ein. Aber ist ja auch immer Auffassungssache. Wir sind unverbindlich geblieben, auf jeden Fall. Wir sind unverbindlich geblieben. So, und ich würde sagen... Tor zählt doch nicht. Immer noch 0-1. Abseits, wir helfen, glaube ich, Samara, bevor wir auf die Citadel gehen. So, wir erinnern uns an Samaras Gespräch, für alle, die es nicht tun. Sie hat eine Tochter... die irgendeine Krankheit hat und alle, die mit ihr schlafen, sterben. Und die will sie umbringen. Und braucht unsere Hilfe. Wir könnten die Cutscene einfach skippen, aber sieht halt so geil aus. So, wir müssen auf jeden Fall Samara mitnehmen, weil ist ihre Mission. Und wir nehmen, glaube ich, Morden noch mit. So, das passt. Oh, wir können jetzt den Neuralschock nehmen. Boah, aber ich hätte auch gerne den Kyro... Nee, wir warten. Wir warten. So, du. Let's go. Alter, wir sehen massive aus. Die tägliche Menge an Toten auf Omega ist zu hoch, um daraus den Aufenthaltsort einer Adad-Yakshi zu ermitteln. In Anbetracht des Rufes der Adad-Yakshi bei den Asari ist es jedoch möglich, dass Aria T-Log sie überwachen lässt. Danke. Okay, also ab zu Aria. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Holy shit, wir waren lange nicht mehr auf Omega. Das ist... ewig her, seit wir hier waren.
die Rüstung sieht wirklich fett aus. Ich mag die. Die sieht so massiv aus. Ist richtig cool. So. Was brauchen Sie? Eine flüchtige Asari hält sich hier versteckt. Sie ist eine Adat Yakshi. Wir müssen sie finden. Ich wusste es. Nichts hinterlässt eine Leiche, die so leer ist. Nur eine Adat Yakshi. Sie haben nichts unternommen, um sie zu töten? Warum sollte ich? Mich wollte sie ja noch nicht verführen. Ihr letztes Opfer war ein junges Mädchen. Hübsches Ding. Lebte in den Wohnhäusern hier in der Nähe. Dort würde ich mit der Suche beginnen. Danke für die Hilfe. Viel Glück bei der Suche und noch mehr Glück beim Einfangen. Apartments. Die Apartments waren, glaube ich, da, wo wir in die Klinik sind beim ersten Mal. Da waren, glaube ich, bevor wir in die Klinik sind, kamen die ganzen Apartments. So. Wo ging's in die Apartments? Eigentlich hier lang, glaube ich. Hier? Sind Sie wegen meiner Tochter hier? Ja. Meine Neffe ist vor einer Woche gestorben und niemanden scheint es zu interessieren. Die Mediziner reden von einer Gehirnblutung, aber das ist nicht wahr. Es war Mord. Jemand hat meinen Neff ermordet, meinen Schatz. Nina und ich haben endlich unseren Bizeps-Vergleich gemacht. Sehr schön, Wert gewonnen. Bestimmt Nina. Ich glaube auch, dass sie ermordet wurde und ich suche ihren Mörder. Danke. Es ist so schwer, wenn einem niemand glaubt. Ich Nina, 100 pro Nina. Gehören Sie zu Arias Leuten? Ich bin hier, um zu helfen. Ist es wichtig, wer mich geschickt hat? Niemanden auf dieser Höllenstation kümmert es, dass meine Neff tot ist. Wenn Sie etwas unternehmen können, werde ich behilflich sein, so gut ich kann. Darf ich Neffs Zimmer durchsuchen? Ich will nichts durcheinander bringen. Ihre Kleidung, ihre Kunst, ihre Skulpturen. Alles ist genauso, wie sie es zurückgelassen hat. Und so wird es immer bleiben. Mein Schatz ist fort. Sie... Danke. Es tut mir leid. Ich vermisse sie so sehr. Schon in Ordnung. Wir alle mussten Verluste durchleiden. Ich weiß, was es bedeutet, eine Tochter zu verlieren. Ich werde sie rächen. Und wenn es Ihnen hilft, den Mörder zu finden, dann durchsuchen Sie ruhig Ihre Sachen. Wir werden uns respektvoll verhalten. Ich werde Ihre Sachen durchsuchen. Nina, ich hatte keine Chance, hab sogar geweint. By the way, wer auch immer gerade meine ganzen, wer sich auch immer von euch gerade jeden Tag 3 Stunden von meinen Red Dead Redemption YouTube-Videos anguckt, ich küsse dein Herz, ich sehe das. So, ältesten Eintrag anzeigen. Wir fangen mal von hinten an. Ältesten Eintrag anzeigen. Hey, Tagebuch. Zyklus 34, Orbit 671. Es gibt viel zu bequatschen. Ich habe ja Roots Namen gesagt und sie haben mich in den VIP-Bereich des Afterlife reingelassen. Alle haben mich angestarrt, ganz sicher. Plötzlich fängt neben mir eine total schöne Asari an zu tanzen. Sie bewegte sich wie Wasser. Immer in Bewegung. Ständige Veränderung. Aber doch klare Formen und fester Körper. Ich bin in Trance. Dann habe ich mit ihr getanzt. Später haben wir was gegessen und ich werde sie morgen wiedersehen. Okay. Mittleren Eintrag anzeigen. Zyklus 36, Orbit 671. Bin ich ein Freak? Morans ist ein Mädchen wie ich. Und sie ist ganz klar kein Mensch. Aber wenn wir tanzen,
und das Herlex durch meinen Körper fließt. Wie sie mich denn ansieht. Was ist Herlex? Dieser Gier, dieser Sehnsucht. So hat mich noch nie jemand angesehen. Heute Abend haben wir uns geküsst. Letzten Eintrag anzeigen. Zyklus 42, Orbit 67. Heute Abend nimmt sie mich in ihr Apartment mit. Was auch geschieht, ich will für immer bei ihr bleiben. Sie kann meine Werke verkaufen. Wir könnten an einem noblen Ort leben, wie die Frauen in Vainia. Dem Video, das Morans so gefällt. Wie konnte ich so viel Glück haben? Ich bin doch nur ein dummes Mädchen von Omega. Holo-Tagebuch schließen. Das ist das Werk von Morinth. Künstler und kreative Leute ziehen sie an. Wesen mit diesem bestimmten Funken in sich, zudem meist leicht isoliert. Sie beeindruckt sie durch Intelligenz und Sexappeal. Die Jagd ist für sie ebenso interessant wie das Schlagen der Beute. Das ist auch meine Taktik. Beeindrucke auch durch Intelligenz und Sexappeal. Jeder, der 400 Jahre lang intelligente Lebewesen gejagt hat, ist mit Vorsicht zu genießen. Morinth kommuniziert auf vielen Ebenen. Ihr Körper teilt dem ihren mit, dass unvorstellbare Ekstase auf ihn wartet. Ihr Duft weckt lange versteckte Gefühle. Ihre Augen versprechen Dinge, die sie noch nie von jemandem zu erbitten wagten. Ihre Stimme flüstert noch, wenn sie schon längst nichts mehr sagt. Kann's kaum erwarten. Klingt nach einer Asari nach meinem Geschmack. Sie scherzen, Shepard. Trotz ihrer Stärke werden sie in großer Gefahr schweben. Ihren Unterschlupf zu stürmen wäre keine gute Idee. Sie hat bestimmt 100 Fluchtpläne. Sie wird landen und dann für 50 oder mehr Jahre verschwinden. So nah war ich noch nie an ihr dran. Dann müssen wir sie also rauslocken. Genau. Shepard, Sie lesen meine Gedanken. Der VIP-Bereich des Afterlife scheint Ihr bevorzugtes Jagdgebiet zu sein. Sie müssen dort alleine und unbewaffnet hingehen. Sie wird auf mich zukommen. Sie können Morinth rauslocken. Wenn sie mich sieht, wird sie mit Sicherheit fliehen. Aber Ihnen kann sie nicht widerstehen. Sie sind auf dem Schlachtfeld ein Künstler. Sie strahlen diese Lebenskraft aus, die sie anzieht. Ihre Kraft wird sie anlocken. Wir verlieren Zeit. Nichts wie hin. Ich stimme zu. Wir können weiterreden, wenn wir dort sind. Nina kocht mit Steroide. Ich glaube, Nina kocht mit Testo. So, wahrscheinlich... Wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht ganz mitbekommen. Sollen wir in den VIP-Club gehen? Okay. VIP-Club war... rückwärts und dann nach links. Ah, da kommen wir von hier hin tatsächlich. Ah, das war die eine Tür, wo wir beim ersten Mal, wo wir hier waren, nicht durchgekommen sind. Nämlich die da oben. Weil der Türsteher uns davor uns nicht reingelassen hat. Ich frage mich nur, warum er uns jetzt reinlassen sollte. Wir haben ja immer noch keinen VIP-Pass oder irgendwas. Was wollen Sie hier? Mir wurde gesagt, im Vergleich hierzu wäre der Rest des Afterlife gar nichts. Muss ein kluger Kopf gewesen sein. Wer war's? Ja, Root. Gehen Sie rein. Kleine Stark. Zeit. Wenn Sie einen Streit anfangen, tun wir Ihnen weh. Werden Sie angegriffen, können Sie sich natürlich wehren. Sie müssen allein reingehen. Morinth wird sie beobachten. Wie jedes Raubtier ist sie vorsichtig. Sie müssen ihr Interesse wecken, damit sie sich ihnen nähert. Wenn sie ihr direkt gegenüberstehen, sorgen sie subtil dafür, dass sie sie in ihr Apartment einlädt. Ich folge ihnen unauffällig. Und wenn sie allein sind, schnappt die Falle zu. Hören Sie, bis zu meiner Ankunft schweben sie in großer Gefahr. Sie wird Schreckliches für sie vorbereiten. Und wenn sie nicht aufpassen, werden sie das sogar wollen. Wird es einfach nur sagen müssen, lassen Sie mich rein. Das habe ich aber beim ersten Mal probiert und wir sind nicht reingekommen. Dann los, fangen wir an. Shepard, wir haben nur diese eine Chance. Ein Fehler und Morinth ist weg. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, sprechen Sie mich noch einmal an. Ich werde hier warten. Und Shepard? Danke. Ich teile diese Bürde sonst mit niemandem. Aber Sie sind der Einzige, bei dem ich mir das überhaupt vorstellen kann. Sie sich alles gemerkt?
Wir können uns keine Fehler leisten. Wie kann ich Ihr Interesse wecken, ohne mit ihr zu sprechen? Mut oder selbstmörderische Tapferkeit können Ihre Aufmerksamkeit wecken. Wenn Sie sich verteidigen und dabei jemanden verletzen, findet sie das aufregend. Aber wenn Sie Streit suchen, langweilt sie sich nur. Bewegen Sie sich elegant durch die Menge im Nachtclub. Das wird sie faszinieren. Sie wird sie wollen, sobald sie sie erblickt. Und dann geht es nur noch darum, ihre Vorsicht auszuhebeln. Okay. Wie überzeuge ich Sie davon, mich mit nach Hause zu nehmen? Sie bewundert Stärke, Direktheit und Lebenskraft. Bescheidenheit, Höflichkeit oder Sanftmut findet sie abstoßend und langweilig. Gewalt regt sie an. Sie haben getötet, Shepard. Das wird sie mögen. Sie alleine erwischen und dann unter ihren Einfluss geraten? Da muss das Timing aber wirklich präzise sein. Ich werde in der Nähe sein und Ihnen helfen, Shepard. Vertrauen Sie mir, so wie ich Ihnen vertraue und Sie respektiere. Okay, was, ihr habt Bilder von eurem Bizeps ins Discord geschickt? Ey, junge Nina, gewinnt ja einfach wirklich, Alter. Alter, laber mich nicht weg. Das ist niemals Ninas Arm, Junge. Never. Okay, aber Karim, dein Vorher-Nachher-Bild ist crazy. Junge, einfach Shepard reingefotoshoppt, Alter. Ihr seid so fertig. Oh, Karim, Junge, aber krasse Transformation. Das muss ich sagen. Krasse Transformation, Respekt. Nicht schlecht. Aber Ninas Bild finde ich ein bisschen sass. Ninas Arm ist einfach mein Oberschenkel. Dann los, fangen wir an. Shepard, wir haben nur diese eine Chance. Ein Fehler und Morins ist weg. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, sprechen Sie mich noch einmal an. Ich werde hier warten. Gerne, gerne. Okay, hier geht's rein. Wir dürfen nicht verkacken. Wir dürfen keinen Scheiß bauen. Wer bist du eigentlich? Hey, wissen Sie vielleicht, wo es Tickets für Expel 10 gibt? Diese unglaubliche Asari hat gesagt, das wäre ihre Lieblingsband. Ich will einfach nur das, was sie will. Ich brauche diese Tickets. Das Konzert von Expel 10 ist schon morgen. Was für eine Musik machen die? Sie sind eine sensorische Band, das heißt, sie kriechen in dich rein, damit du alles Mögliche empfindest. Und die Asari steht so drauf, dass es nicht mehr feierlich ist. Das wäre ein Treffer in einer ganz anderen Liga, verstehen Sie? Sie müssen mir helfen. Warum ist ihr Bild sass? Ich weiß nicht, ich dachte immer, Nina ist übel der Lauch. Aber Nina hat ja wirklich übel den Bizeps. Sie scheint was Besonderes zu sein. Ist sie hier? Sie war vor ein paar Tagen hier und hat von der Band erzählt. Sie ist ziemlich oft hier. Wenn sie wiederkommt, habe ich die Tickets. Mir rutscht gleich die Hand aus und sie stehen viel zu nah dran. Ganz ruhig, alles cool. Ich mache einen Rückzieher. Okay. Ich rede mit niemandem. Das war, glaube ich, gerade die falsche Entscheidung, weil wir sollen keinen Streit suchen. Wir sollen uns nur verteidigen. Soll. Sie sind ein Mensch und scheinen nüchtern zu sein. Also sind Sie der Richtige. Können Sie mir helfen? Aber wir sollen auch nicht höflich oder sanftmütig sein. Ganz langsam. Was genau ist das Problem? Richtig. Langsam. Tut mir leid, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Meine Freundin Moira schreibt einen Artikel über die Gangs auf Omega. Sie hängt mit Florid rum und der ist der schlimmste von allen. Ihrer Freundin könnte was zustoßen. Richtig. Jo, Micha! Florid hat nämlich alles rausbekommen. Seine Gang ist auf dem Weg hierher und sie werden sie übel zurichten. Ich muss ihr schnellstens eine Nachricht übermitteln. Der Moment, wenn du einfach den halben Dialog verpasst wegen Fila. Micha, wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist.
Das war's dann wohl. Sie ist so gut wie tot. Myrall steht noch immer mit dem Anführer der Gang da drüben. Sie werden sie umbringen. Können Sie ihr nicht helfen? Ich kann nur Nein sagen. Das war's dann wohl. Sie ist so gut wie tot. Wir können ihr nicht helfen, weil wir sonst Morant nicht kriegen. Wir dürfen niemandem helfen. Wir sollen fucking asozial sein. Hat Samara gesagt. Heute ist ideales Jagdwetter. Wir überfallen sie in der Gasse. Solange sie nicht für Arya arbeiten, ist alles in Ordnung. Wir müssen genug Credits zusammenbringen, um hinten den Waffen zu haben. Hey, was glotzen Sie so? Ich will, dass sie von hier verschwinden. Hey, wir müssen den Mann bezahlen. Wir arbeiten für Hink. Haben Sie gehört? Und? Was halten Sie jetzt von uns? Ich könnte Ihnen genug Credits geben, um Ihren Boss zufriedenzustellen. Dann gehen Sie und kommen nicht mehr zurück. Und niemand wird verletzt. Hört sich gut an. Gehen wir. Ich tanze neben Ihnen. Wenn Sie glauben, wir würden zusammen tanzen, bleibt das Ihnen überlassen. Das würde ich gerne glauben. Mein Name ist Morinth. Ich habe Sie beobachtet. Sie sind die interessanteste Person in dem ganzen Laden. Oh, sie ist da. Ich habe da drüben im Schatten ein Separé. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen? Ja, jetzt hat Chappy einmal richtig getanzt und Nina ist nicht da. Die einzige interessante Person, mit der ich reden kann. An anderen Abenden ist es nur eine einzige. Heute Abend sind Sie es. Woran liegt das wohl? Ich weiß, was mir gefällt. Ach ja? Okay, Kreativität mag sie. Muss morgen wieder um 6 raus, oh je. Morgen kann ich endlich mal so halbwegs ausschlafen. Keine Ahnung, was du sagst, die Musik ist zu laut. Echt jetzt? Kennen Sie sich mit Kunst aus? Sie spricht die dunkelsten Ecken in meinem Inneren an. Jetzt ein bisschen besser. Was ist mit Ihnen? Jetzt ist die Mucke ein bisschen leiser geworden. So. Manche Werke berühren mich durchaus. Was berührt Sie wirklich? Scheiße, ich kann das nicht. Ach Mann, wir sind zu gut. Ich kann das nicht sagen. Ein Bild von Ihnen würde mich mit Sicherheit berühren. Oh, wirklich nett, dass Sie das sagen. Es gibt viele Formen von Kunst. Ich habe Videos gesehen, die viel stärker waren als so manche Skulptur in einer Galerie. Besser, danke. Ich habe legit nichts gemacht. Es ist einfach leiser geworden. Was halten Sie von der Gewalt in den Videos? Sie wirkt gefälscht auf mich. Ich sehe keinen Sinn darin. Ich hab's gespürt. Sie kennen sich mit echter Gewalt aus. Genau wie Sie. Was halten Sie von der Musik hier? Dunkle Rhythmen, ein harter Beat. Das weckt in mir irgendwas Primitives. Und bei Ihnen? Expert 10, weil wir uns informiert haben. Mich interessiert eine Band besonders, die sich Expert 10 nennt. Die dringen in meinen Kopf ein und reißen dort alles in Fetzen. Sie geben bald ein Konzert. Vielleicht sollten wir zusammen hingehen. Man kann sich in der Musik hier verlieren. Es gibt Methoden, die das noch verstärken. Verstehen Sie? Nehme einen turianischen Wurm. Was halten Sie von Halax? Es gleitet durch meine Seele. Wir haben wohl tatsächlich gemeinsame Interessen. Ich bin durch die ganze Galaxie gereist. Reisen verändert einen, nicht wahr? Wirkliches Reisen bedeutet auch, sich an Orte voller Gefahren zu begeben. Wo man Dinge sieht und tun kann, die sich die meisten nicht mal vorstellen können. Ja. Wenn ich reise, treibt es mich an dunkle, gefährliche Orte. Orte voller Gewalt? Gewalt ist die deutlichste Ausdrucksform von Macht.
Der Stärkste hat auch die Macht. Das ist sicher richtig. Unter Kindern. Wer die Macht am meisten will und bereit ist, alles dafür zu tun, bekommt sie auch. Wollen wir nicht woanders hingehen? Mein Apartment ist ganz in der Nähe und ich will mit ihnen alleine sein. Das war der Plan. Genau, Micha. Wir sind ja in einem Club hier. Wir müssen alle ein bisschen lauter reden. Aber jetzt tatsächlich nicht mehr. Jetzt können wir wieder normal reden. Micha, Karim und Maxwell haben sich in den Kopf gesetzt, uns alle irgendwie ins Gym zu bringen. Wenn Sie wollen, können Sie ein Helix nehmen, aber sollten Ihre Sinne jetzt nicht alle ganz besonders geschärft sein? Mir ist das viel lieber. Ich bin eine Weile voll auf Duelle abgefahren. Ich liebe diesen Moment, wenn ich im Auge des Gegners sehe, dass er begreift, dass ich besser bin. Wenn Sie wirklich nicht gehen wollen, kommen Sie doch hier rüber. Ich verspreche Ihnen, es wird Ihnen gefallen. Sofort, ich gucke mich hier nur einmal kurz um. Schachspiel. Ich liebe jedes Spiel, bei dem der Gegner glaubt, er stünde kurz vor dem Sieg. Kurz bevor sein Leben endet. Aha, okay. Ein Geschenk von einem Verehrer. Die Statue hat mehr Persönlichkeit als er. Dennoch hat er mich genug beeindruckt, dass ich ihm gegeben habe, was er wollte. Es ging aber nicht so aus, wie er gewollt hatte. Hey, sie macht halt übelst die Andeutung. Also, Micha, ganz kurz, um dich abzuholen. Wir haben Samara rekrutiert. Ich weiß nicht, ob du da warst. Die Asari, die auf unserem Schiff ist. Und sie hat halt eine Tochter. Die Tochter ist eine Adad Yakshi. So heißt sie halt. Also so heißt die Art von Asari. Alle, mit denen sie schläft, sterben. Und deswegen hat Samara gesagt, sie würde ihre Tochter gerne umbringen. Und wir sind der Lockvogel, der momentan mit ihr anbändelt, um sie zu ködern und rauszulocken. Ich liebe Clubs. Die Leute, die Bewegung, die Hitze. Ich höre noch immer den Bass, wie die Trommeln bei einer großen Jagd mit ihrem Blutrausch. Gottesanbeterin, ja genau. Schwarze Witwe. Entspricht das Ihren Wünschen, Shepard? Viele fühlen sich direkt vor ihrem Tod am sichersten. Das stimmt. Wirklich sicher sind wir nie. Ich habe diese Begeisterung für Sicherheit nie verstanden. Manche von uns sehen das ganz anders. Unabhängigkeit geht vor Unterwerfung. Ich glaube, dieser Ansicht sind wir beide. Wir haben beide schon oft getötet, aber da enden die Gemeinsamkeiten bereits. Oh, Schatz. Moment mal. Kommen Sie darauf, dass ich schon getötet habe? Was wissen Sie? Schluss mit den Spielchen! Sehen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, dass Sie mich wollen. Sagen Sie mir, dass Sie für mich töten würden. Dass Sie alles tun, was ich will. Überraschung? Darauf würde ich nicht zählen. Aber Sie... Wer sind Sie? Oh nein. Ich begreife, was hier abläuft. Das Miststück hat einen kleinen Helfer gefunden. Horinth. Oh. Mutter, nenn mich nicht so. Ich kann nicht einfach aufhören, deine Tochter zu sein, Mutter. Du hast deine Wahl vor langer Zeit getroffen. Welche Wahl? Mein einziges Verbrechen bestand darin, mit den Gaben geboren zu werden, die du mir vererbt hast. Genug, Moritz. Ich bin das genetische Schicksal der Asari. Aber sie sind noch nicht bereit, es zu verkünden. Einfach Kamehameha. Muss ich sterben. Du bist eine Krankheit, die ausgemerzt werden muss. Weiter nichts. Ich bin genauso stark wie sie. Ich würde mich ihnen anschließen. Ich habe bereits geschworen, ihnen zu helfen, Shepard. Bringen wir es zu Ende. What? Warum sollte ich denn Samara neutralisieren? Ach, weil Morant gesagt hat, ich bin genauso stark wie sie. Das heißt, wir können jetzt auch Samara umbringen. Und dann tritt Morant unserer Mission bei. Aber auf gar keinen Fall. Also Samara vertraut uns ja. Und Morant ist ja legit einfach böse. Ihr Weg endet hier, Morant. Und ich soll das Monster sein. Oh,
Herrn der Götter. Sehr gut wiedergegeben, danke. Ich bin bereit, diesen Ort zu verlassen und die nächsten Schritte meines Lebens zu gehen. Sind Sie auch bereit zu gehen? Möchten Sie über das reden, was vorgefallen ist? Shepard, was sollte ich wohl sagen? Was kann ich sagen? Ich habe gerade die tapferste und klügste meiner Töchter getötet. Dafür gibt es keine Worte. Vielleicht später. Bis dahin bitte ich Sie um etwas Rücksicht auf eine niedergeschlagene alte Kämpferin. Lassen Sie uns gehen. Dann los. Stark, Maxwell, Junge. Jetzt schon? So lange bist du doch noch gar nicht da, oder? Krass, dass du schon die Punkte für Liegestütze zusammen hast. Wobei, du warst schon oft hier bei Mass Effect, muss ich... Das muss man natürlich auch dazu sagen. So, wir gehen einmal kurz zurück auf die Normandie. Ich glaube aber, ich laufe falsch. Dann gehe ich kurz aufs Klo und dann ballern wir die Liegestütze raus. So, wo komme ich zurück? Und wo sind wir gekommen? Ah, von hier, okay. Und wir machen alle mit. Das bezweifle ich. F5, vielen Dank. Ist das? Wer seid ihr denn? Grüße. Ich hatte gehofft, sie würden vorbeikommen. Ich bin Ish und das ist Cell. Sie sehen aus, als wäre es gut, sie zu kennen. Brauchen Sie was? Nun, wenn Sie so freundlich wären, könnten Sie über einen Vorschlag nachdenken, den ich Ihnen unterbreiten möchte. Ich brauche fähige, vertrauenswürdige Leute, die für mich ein kleines Geschäft erledigen. Natürlich nichts Illegales und gut bezahlt. Warum macht das dann nicht selber? Nichts Illegales, das bezweifle ich. Nun, zumindest ist es auf Omega legal. Ich kann ja schließlich nicht die Gesetze jeder Ansiedlung in der Galaxie kennen, oder? Ich höre zu. Ich bin im Informationsgeschäft. Spezialgebiet An- und Verkauf von geheimem Material. Es ist nicht illegal. Ich brauche nur jemanden, der Päckchen an bestimmten Orten abholt und hierher zu mir bringt. Wo ist der Haken? Kein Haken. Ich bin nur ein Geschäftsmann. Was meinen Sie damit? Boah, sollen wir das machen? Scheiß drauf. Ich würde sagen, wir machen's. Das mache ich. Meine Kontakte benutzen spezielle Zielpunkte. Sie müssen außerhalb von Marabs Geschäft auf der Citadel nachsehen und im Inneren der Eternity Bar auf Ilium. Suchen Sie nach allem, was ein Datenpaket enthalten könnte und bringen Sie es dann zu mir. Viel Glück, Freunde. Quellkartoffel und Dub-Dub. Okay, komm. Bring mal's hinter uns. Kriegen wir es hinter uns. Es bringt auch nichts, das rauszuschieben. Starker Song auf jeden Fall. Ich kenne den. Sehr starker Song. Bestes Lied. So. Ich mach mit, sehr gut. Bin nicht so allein. Also. Hey, what the fuck? Ja, wir haben ja noch mega viel auf Tuchanka zu tun. Ach so, ich habe nicht mehr mit dem Gerät. Oh mein Gott.
Ich muss noch mal mit dem reden und den Kundschafter haben wir auch gefunden. Mit dem müssen wir auch noch mal reden. Pakete für Ish. Paket holen. Dumarabs Geschäft auf der Citadel oder ins Eternity of Ilium gehen. Das ist ja, Alter, ich dachte, das ist auf Omega. Das ist ja fucking weit weg. Aber auf die Citadel müssen wir sowieso. Okay, alles klar. Dann sind wir nichtsdestotrotz hier erstmal fertig. So.